Also herzlich willkommen hier beim Stand auf XO. Wir haben heute den Podium-Talk zum Thema Investment in der Dentalpraxis. Zu Gast ist Christian Henrici bei uns. Christian leitet eines der größten Ausbildungszentren für Zahnärzte in Deutschland. Gleichzeitig hat er auch einer der größten Gründerevents von Deutschland, wo über 100 Gründer jedes Jahr in den hohen Norden von Deutschland in Damp eine Woche lang lernen, wie sie praktischerweise zu Unternehmern werden, die auch eine Dentalpraxis führen oder gründen können. Christian, hallo. Hallo Reinhard, vielen Dank für die Einladung bei euch. Es freut mich, dass du hier bist. Sag uns doch mal ein paar Worte zu dir, Christian. Ja, also seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Dentalbranche und wir beraten Zahnarztpraxen von der Gründung über den sozusagen Betrieb der Zahnarztpraxis, wie man den effektiv, produktiv und effizient sozusagen führen kann, bis hin zur Praxisabgabe. Und was du erwähnt hattest, das ist unsere Opti Summer School. Da kasernieren wir eine Woche junge Zahnärztinnen, um denen das notwendige Rüstzeug an die Hand zu geben, damit sie auch sich in einer Praxis niederlassen können. Genau. Also du bist praktisch wirklich an der Basis des Investments. Da geht es wirklich um das, wie investiere ich intelligent, wie mache ich es richtig, um eine lukrative Zahnarztpraxis praktisch was aufzubauen. Genau, also für eine Zahnarztpraxis, glaube ich, können wir das blind und aus dem FF. Ja. Jede andere Praxis wird schwierig. Aber wie man eine Zahnarztpraxis vernünftig aufsetzt, damit, das sind so die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und wir sehen ja, dass man sich damit häufig falschen Dingen beschäftigt oder mit Dingen, die nicht sonderlich sinnvoll sind. Und warum sollte da der Zahnarzt weniger für anfällig sein als ein Dachdecker oder ein Schuster oder ein Softwareentwickler? Genau. Also mit der Erfahrung, die du hast, du sprichst jetzt mit sehr vielen Zahnärzten, wollte ich dich fragen, wie siehst du jetzt die Zukunft der Zahnmedizin eigentlich am deutschen Markt? Also im deutschen Markt haben wir in den nächsten Jahren die Tendenz, dass wir mehr nachgefragte Behandlungsstunden bekommen werden. Das heißt, wir werden tendenziell mehr Patienten haben, die aber auch auf den Patient selber mehr zum Zahnarzt gehen werden. Mhm. Ne? Also für die Zahnärzte ist das super. Auf der anderen Seite sinkt die Anzahl der angebotenen Behandlungsstunden. Dadurch, dass wir, also es hat mehrere Gründe, ein Grund ist, dass wir eine Feminisierung der Zahnmedizin erleben, die Lebensarbeitszeit in Bezug zum Beispiel auch auf die Schwangerschaft und so weiter einer Frau ist in Stunden gerechnet im Durchschnitt weniger als die eines Mannes im historischen Fall, aber auch wenn man das optimieren würde. Das heißt, wir laufen von den zwei Kurven ein bisschen auseinander. Wir haben tendenziell zu viel zu tun, tendenziell zu wenig Leute, die es machen. Und dann kommt noch der große Punkt zum Tragen, dass wir viel zu wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Zahnmedizin begeistern können. Und in den nächsten Jahren auch noch dadurch, dass die Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt hinausgehen, viel zu wenig Mitarbeiter haben, die in der Zahnarztpraxis arbeiten und die einfach wegfallen und nie wieder ersetzt werden können. Okay. Also die gute Nachricht, sehr viel Arbeit in der Zahnmedizin. Die schlechte Nachricht, wenig Personal. Absolut richtig. Und jetzt gilt es, wir sind in diesem Wandel. Und dieser Wandel, der lässt sich nicht immer so schnell greifen. Das ist wie so beim Klima. Man denkt, es ist doch hier, bei uns passiert ja nicht so viel. Und hier ist es mit den Arbeitskräften. Man hat es seit 10 Jahren gesehen, dass die Tendenz runtergeht. Ich habe 2012 mein Buch geschrieben, Wer braucht gutes Personal? Es war alles erkennbar. Wir haben es in diesen letzten 10 Jahren aber nicht hinbekommen, die Produktivität der Zahnarztpraxis zu steigern. Das heißt, wir haben es hingenommen, dass wir langsam weniger Mitarbeiter haben und haben irgendwo geflickt und haben diese Dinge nicht richtig in die Hand genommen. Und jetzt ist es soweit, dass die Zahnarztpraxen massiv kürzen. 15% aller deutschen Zahnarztpraxen, laut KZBV-Statistik, muss ihr Behandlungsangebot reduzieren. 15%. Das heißt längere Wartezeiten für Patienten. Längere Wartezeiten. Man kann sich ja mal nach England anschauen, wie das aussieht mit Wartezeiten von 2 Jahren im NHS-System beispielsweise. In Deutschland kommt das gleich auf uns zu, weil wir es einfach nicht hinkriegen, sozusagen die Wartezeiten konstant zu lassen und unsere Behandlung sozusagen zu produktivieren, also die besser zu machen. Und schauen wir uns doch mal so ein bisschen die Kosten einer Zahnarztpraxis an. Wofür gibt die Zahnarztpraxis Geld aus?
Da haben wir mit dem großen Punkt Personal 40%. Dann haben wir Fremdlabor, das wird durchgereicht, 25%, ein bisschen Material, ein bisschen Abschreibung. Sagen wir nochmal 25% sonstige Kosten, die in der Zahnarztpraxis anfallen. Der Industriedurchschnitt an Investitionen für produktive Systeme, also digitale Systeme und Robotiksysteme, sind 4,5%. Mit 4,5% Investment vom Umsatz, ich mache 100 Euro Umsatz, ich bezahle, ich investiere in meine Produktivität 4,5 Euro davon. Die Zahnarztpraxis macht nur 1,5 Euro von 100 Euro. Das heißt, die Zahnarztpraxen sind im Durchschnitt bei 1,5%. Die ganze Industrie im kompletten Durchschnitt ist bei 4,5%. Das heißt, wir sehen, Personal geht runter. Wir erhöhen nicht über Robotik oder Digitalisierung die Produktivität und können so unser Personal, das weniger geworden ist, nicht effektiv einsetzen. Das heißt, wenn du mich fragst nach dem Ausblick auf eine Zahnarztpraxis, dann haben wir dies als Riesenthema. Wie wir investieren, wo unsere Kosten hinlaufen und wie wir aus diesen Kosten die beste Produktivität herausholen. Das ist ja eigentlich krass, wenn man sich das anschaut. Man sieht ja hier, dass Personalkosten ist ja bei weitem der größte Teil. Materialien ist jetzt ein sehr kleiner Teil. Wie siehst du das im Zusammenhang mit der Dentaleinheit? Das ist ja eigentlich jetzt ein Teil des Materials, das hier eingekauft wird. Wo kann man hier die Produktion bei deiner Meinung nach am meisten steigern? Ja, also die Dentaleinheit, die geht zum einen rein in den, also in den Verbrauchsgütern, also was ich das die Flüssigkeiten, die er da einfüllt und so weiter, das läuft durch das Material raus. Der Kauf der Einheit läuft durch die AFA raus, durch die Abschreibung. Genau. Ja, AFA heißt Abschreibung. Die Dentaleinheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Robotik. Das heißt, Robotik steigert sozusagen meine Einsatzfähigkeit vom Personal. Ne? Ich habe eine Person, ich muss sie zuschütten mit Bildung, ich muss meine Mitarbeiterinnen ausbilden, ich muss sie besser machen und dann muss ich ihr Tools, Betriebskapital an die Hand geben, mit denen sie dann auch besser und produktiver arbeiten können. Und neben Softwarelösungen ist das die Robotik. Und ganz konkret ist das bei so einer Einheit die Möglichkeit der Zweihandtechnik, also das effektive Arbeiten in der Zweihandtechnik. In Deutschland ist unser Ausbildungssystem und auch in vielen anderen europäischen Ländern geprägt durch die Vierhandtechnik. Die meisten Universitäten bilden aus in der Vierhandtechnik. Das heißt, ein Arzt sitzt am Stuhl, eine Stuhlassistenz assistiert jeden Behandlungsablauf. Die deutsche Industrie war traditionell nach dem Krieg immer unglaublich stark. Wir hatten die größten Stuhlhersteller der Welt, die haben dann ihre Philosophie in die Welt exportiert. Und so haben dann auch viele Länder sich sozusagen diesem Arbeiten angenommen. Ja. Zum Beispiel ihr in den Nordics, in Dänemark, als mein Holsteiner Nachbar sozusagen, ihr habt eigentlich sehr früh schon immer mit der Zweihandtechnik gearbeitet oder sehr viel. Und man kann statistisch gesehen ungefähr 60%, also 6 von 10 Behandlungen, die ich mit Vierhandtechnik normalerweise mache, kann ich mit der Zweihandtechnik machen. Das heißt, ich kriege meinen Mitarbeiter produktiv gemacht, indem ich mich selber ausbilde, mir selber Tools an die Hand nehme, mit denen ich auch die Zweihandtechnik effektiv umsetzen kann. Das ist mit Abstand von allen Hebeln, die es gibt, ist es der größte Hebel. Also Ausbildung der Mitarbeiter und mir ist ein Riesenhebel. Der zweite Hebel ist Zweihandtechnik statt Vierhandtechnik. Da gibt es noch 1000 andere kleine Sachen, die relevant sind. Aber wenn ich das gut einsetze, dann kriege ich die Leute vom Stuhl, die machen in der Zeit andere Sachen, beziehungsweise ich habe gar keine Leute mehr und muss so oder so das so machen. Und dann ist es ein Dilemma, wenn ich mir die 32 zahnmedizinischen Fakultäten in Deutschland anschaue, es wird auch bei Neueinheiten immer noch, werden sehr, sehr viele rechtsgeführte und dann vielleicht mal ein oder zwei linksgeführte Einheiten angeschafft, aber die Lehre ist auch immer noch nicht so, dass auf diesen mittelgeführten Einheiten das effektiv in der Zweihandtechnik den Zahnarzt oder der Zahnärztin beigebracht wird, zu arbeiten. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir wissen von den Berufsgenossenschaften in Deutschland, dass es massive Probleme in der Ergonomie bei den Zahnärzten und Zahnärztinnen gibt. Ja? Jeder von Ihnen hat das, der Eltern oder Großeltern oder Menschen kennt, die haben ganz, ganz hoher Prozentsatz.
überdurchschnittlich hoch, auch mit anderen medizinischen Berufen, haben die Probleme im Rücken, haben die Probleme in der Schulter. Und nicht nur die Zahnärzte und Zahnärztinnen, sondern auch die Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einen viel höheren Verschleiß über die Lebensarbeitszeit in der Zahnmedizin für den Behandler, der teilweise stundenlang in diesem Bewegungsradius sitzen kann. Ich denke mir immer, wenn man so still so sitzt, ich würde am liebsten mal immer alles so wegschmeißen und mal so durchatmen. Aber da haben wir ein Ergonomieproblem. Das heißt, ich sehe zwei Dinge, Produktivität durch Zahntechnik und das sozusagen, und wenn es nur 1 oder 2% weniger Verschleiß an dem Menschen ist, der an dem Gerät arbeitet, dann habe ich schon sehr, sehr viel gewonnen. Man spart also sozusagen an Zeit, indem man selber auch viel machen kann und dadurch auch einen Mitarbeiter nicht unbedingt immer an der Einheit sitzen haben muss. Man kann aber auch bei der Einheit jetzt zu zweit effektiver atmen, weil praktischerweise der Mitarbeiter auch hier in die Behandlung eingreifen kann. Genau, der Mitarbeiter kann hier auch noch mehr machen. Also jetzt mal ganz konkret zu der Einheit. Als Schleswig-Holsteiner habe ich eine besondere Nähe zu Dänemark. Das ist ja historisch sehr eng verflochten über viele tausend Jahre, wenn man so will. Wir hatten ja Danneberg, also wir gehörten ja eigentlich immer noch so ein bisschen, wo wir wohnen, zu Dänemark lange Zeit. Und ich finde das immer, gerade von der Philosophie her, dass man schon in den 60er Jahren auf Ergonomie gesetzt hat, auf die Zweihandtechnik und so eine Einheit, muss man sich vorstellen, jetzt kommen auch andere Hersteller, die eine mittelgeführte Einheit produzieren. Die fangen jetzt vor 5 Jahren an oder vor 8 Jahren damit an. Die bauen das seit 40 oder 50 Jahren. Und das ist genauso, wenn ich jetzt mit so einem Elektroauto anfange und das erste baue, dann läuft das schief, das wird heiß, die Software stimmt hier nicht. Das Ding ist so optimiert, wo dann der Knopf hat dann da mal gestört und dann wurde das so gebaut, wurde dies so gebaut. Die Historie meines Erachtens ist kaum einholbar, wenn man so einen langen Vorsprung hat. Und ich sage das auch voller Überzeugung, dass ich denke, dass jede Zahnarztpraxis konstatieren sollte, welche Einheiten sie für die nächsten 20, 30 Jahre sie sich in ihre Praxis dann stellt und wie sie bereit sind zu arbeiten. Wenn es Zahnärzte gibt, die sagen, okay, ich arbeite noch 5 Jahre, ich arbeite noch 10 Jahre, ich will 4N-Technik, ich möchte mich nicht mehr umstellen, ist fein, ne? Kann man hiermit auch machen, aber ich glaube vielmehr wird in Zukunft der Markt sein, dass alle, die sich jetzt neu mit dieser Thematik beschäftigen, einen Riesenfehler machen aus meiner Sicht, wenn die sich festlegen auf eine links- oder rechtsgeführte Einheit und sich somit die Chance nehmen, effektiv in der Zweihandtechnik zu bearbeiten. Ich habe da ja vor kurzem zu diesem Thema einen Investment-Calculator gezeigt, an dem wir arbeiten. Da geht es darum, dass du jetzt diese Sachen, wo du jetzt gerade erwähnt hast, man sich die drinnen einmal ausrechnen kann und sehen kann, was kann ich mir denn eigentlich sparen mit der richtigen Einheit. Ja? Wie war dein Eindruck dazu? Du hast das einmal selber durchgerechnet? Ja, also diese Investment-Kalkulationen, die sind eigentlich immer ganz witzig. Ein Mitarbeiterwechsel in einer deutschen Zahnarztpraxis kostet 30.000 bis 40.000 Euro hat die ZM, die Zahnärztliche Mitteilung, das Standesmagazin mal errechnet. Und wie sie das gemacht haben ist, die haben sich angeschaut, ich setze einen Mitarbeiter an den Stuhl, der ist gut eingearbeitet oder sie ist gut eingearbeitet, jeder Handgriff sitzt und jede Behandlung geht sozusagen 10 Sekunden schneller oder 20 Sekunden schneller. Und das aufs Jahr hochgerechnet, sind wir dann bei wirklich gewaltigen Summen. Bei den 40%, wo wir vorher gesehen haben, bei Personalkosten, wahrscheinlich wirkt sich das enorm aus. Ja, natürlich. Also wenn ich ineffektiv arbeite, genau, dann habe ich tendenziell mehr Kosten. Aber oder man macht das durch mehr Arbeit wett. Das heißt, das ist wie, wenn man nicht in die Vollkostenrechnung geht, wenn man nicht alle Kostenpunkte betrachtet oder seinen Mehraufwand betrachtet, da kann man sich sehr leicht selbst belügen. Ja. Und genauso ist es, dass man so etwas aus meiner Sicht einfach mal durchrechnen sollte, mal klug durchrechnen sollte, wenn ich auch nur schaffe, 10% der Behandlung in der Zweihandtechnik zu machen. Wie viele Mitarbeiter spart es mir? Kann ich den Mitarbeiter dann woanders einsetzen? Wie ist meine Schichtplanung? Wie sind meine Prozesse, dass ich das auch hinkriege? Da gehört wirklich Know-how zu, dass ich das dann hinbekomme. Schichtplanung ist Bildung. Ne? Wenn man das einmal drin hat, ist es wie Fahrradfahren, dann kann man das klug bauen. Ja. Wie stelle ich mein elektronisches Terminbuch ein?
Wie kategorisiere ich die Vor- und Nachbehandlungszeiten, sodass auch jeder Mitarbeiter weiß, es ist so eine Behandlung, die kann hier hingesetzt werden, dann muss der Mitarbeiter hier hin. Das ist dann wie so ein gut geöltes Uhrwerk, läuft das dann durch und man sieht, dass man jeden Tag dann so und so viele Stunden dann produktiver ist, man weniger arbeiten kann, weil man einfach das gut geplant hat. Dadurch, dass die deutschen Zahnarztpraxen mindestens, aber auch eigentlich die ganze Branche sehr renditestark ist, nicht produktiv. Produktiv sind sie nicht. Die sind 32,3% Rendite vor den Gehältern des Zahnarztes. Das heißt, wir sind in einer Gelddruckbranche. Und wenn mal etwas nicht effektiv läuft oder produktiv läuft, da habe ich halt 27% oder 20%, oder ich ärgere mich oder ich arbeite mehr und hab dasselbe. Das ist für die Zukunft nicht mehr so einfach möglich, wenn mir die Leute fehlen. Dann ist es eher so, dass ich von 32 auf 0 oder ins Minus gehe. Ne? Bisher konnte ich das so schleichend immer, wie so Klimawandel, ich konnte es schleichend so ein bisschen kompensieren, aber wenn die Leute nicht mehr da sind, habe ich halt schlichtweg keine andere Chance mehr. Alles klar. Also wir haben dazu einen Investment-Calculator, wie gesagt, gemacht. Ihr könnt es nachher, wir werden euch eine E-Mail dazu schicken, falls ihr eure Daten da lasst. Man kann in diesem Investment-Calculator eben durchrechnen, wie viel Zeit man sich sparen kann, wenn man die Effizienz, die Produktivität steigert in der Praxis. Und das wäre, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, ein guter Ansatzpunkt, um sich zu überlegen, welches Konzept will ich denn verwenden, mit was für einer Einheit will ich denn eigentlich die nächsten 20 Jahre arbeiten. Ich würde euch einleiten, schaut euch das einmal an. Ich sage danke zu Christian, dass du hier heute bei uns da warst. Sehr gern, wenn noch Fragen sind. Und wir sind jetzt für Fragen gern offen, wenn irgendwer Fragen zu dem Thema noch hat. Keine Fragen. Keine Fragen, super. Vielen Dank. Danke.